Und herzlich willkommen zu Factorio, ein derzeitig boomendes Spiel in Steam. Und es ist derzeit noch in der Early Access. Und das Spannende an diesem Spiel ist, es ist ein Suchtfaktorspiel. Was auch wie Stardew Valley ist. Die beiden haben wirklich sehr, sehr Suchtpotenzial. Aber ich will nicht dazu abschweifen, denn Factorio ist ein aufbauendes Spiel, wo es um Technologie und Fortschritt geht. Und um zu schauen, wie clever ist derjenige, der die Basis aufbaut. Denn ich muss sagen, es ist ab und zu sehr, sehr nervig und ärgerlich, wenn die Technologie fortgeschrittener ist. Denn die Bänder, die Maschinen, die neuen Komponenten werden immer neu gebraucht. Manche Straßen müssen so verändert werden, dass man ein Komponent rausziehen kann. Aber man kommt leider nicht dran, weil alles verbaut ist. Und das ist teilweise echt scheiße. Und das werde ich versuchen wieder zu schaffen, denn ich habe letztlich die Kampage ein bisschen gespielt und ein eigenes freies Spiel gemacht, was sehr, sehr weit ist. Ich würde sagen, fast so im letzten Stadion ist, weil ich sehr viel gesuchtet habe, muss ich dazu geben. Ich habe einen Tag wirklich komplett mal das Spiel mal ausgetestet und mal geschaut, was man machen kann. Und ich bin noch nicht am Ende, aber es macht sehr, sehr Spaß. Wir werden ein neues Spiel anfangen. Bevor ich das mache, ich habe vorher gemerkt, ich habe schon ein paar Testaufnahmen gemacht. Ich muss die Audio ein bisschen runterstellen. Das heißt, die Spieleffekte etc. werden wir ein klein bisschen runtertakten. Alarm werden wir ein bisschen allgemein. Obwohl die Umgebung ist ganz okay. Schrittgeschwindigkeit weiß ich nicht. Spiellautstärke, bla bla. Ich glaube, das ist erstmal okay. Tastenbelegung brauchen wir alles nicht. So, wir werden spielen. Ein neues Spiel. So. Ich habe ein bisschen eingestellt so für grundlegende Sachen. Also Eisenerz am Anfang ist eigentlich sehr, sehr okay. Auf große Stellen, weil man das Eisenerz teilweise in der Umgebung nicht so schnell findet, sondern teilweise erst Kupfer. Was ich ein bisschen komisch finde. Warum man das hat, weil man Eisenerz mehr braucht. Sage ich direkt am Anfang, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Der Rest lasse ich normal. Das Stadtgebiet mache ich groß, weil da die Radarfläche schon ein bisschen aufgedeckt ist drumherum. Und man kann ein bisschen sich drumherum schauen und gucken, wie seine Basis aufgebaut ist. So, was ganz wichtig ist, was ich im Let's Play nur mache, ist zwar, Gegner greifen nie zuerst an. Denn es ist sehr nervig, wenn man kein Wissen darüber hat. Dieses Spiel zu starten, denn diese Feinde, die einen angreifen, werden teilweise viel, viel zerstören und es ist teilweise sehr, sehr ekelhaft und ärgerlich, wenn man Mauern verliert oder Basen, wo man sich was aufgebaut hat, weil so kleine Viecher meinen, irgendwann ihre Einheiten verstärkt und immer wieder häufiger auf einen zu setzen. So, ich werde da natürlich auch gucken, dass ich halt besiegen muss, weil man sie ein bisschen besiegen müsste, um ein bisschen Fortschritt zu bekommen. So, aber ich würde sagen, generieren wir das Spiel und starten Factorio. Na komm. So, jo. Das kennen wir schon alles. So, wir schauen jetzt mal. Wir haben hier unten Kohle. Da ist Eisen. Da oben ist auch sehr viel Eisen. Ich suche gerade mal Fläche. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir gehen mal hier rüber in die Wüste. Da ist auf jeden Fall Kohle viel. So, mit M öffnen wir die Karte. Da ist unser Mannequin. Hier drüben ist ein bisschen Eisen. Das reicht auf jeden Fall für den Anfang, dass wir es ein bisschen holen können, um unsere Stärke zu. Kohle ist sehr wichtig. So, was wir als erstes haben, ist eine kleine Waffe. Mit wenig Reichweite. Ein befeuerter Erzförderer und ein Schmelzofen und 8 Eisenplatten. So. Was jetzt ganz wichtig ist, wir werden hier den Erzförderer hinstellen. Werden wir eben ganz gemütlich eine Kohle abarbeiten. Ich will hoffen, dass der Sound nicht wirklich zu laut ist. So, ich glaube, das. Nein, das dauert mir zu lange. Ich werde mal eben den Audio. So. Ich glaube, das ist okay. So, was wir jetzt machen, ist Kohle reinzuschmeißen, damit er arbeitet. So, er arbeitet jetzt, verbraucht oben die Kohle und er holt uns neue. So, er ist jetzt natürlich voll, weil er halt nicht viel Platz hat. Das heißt, wir brauchen irgendwo ein Holz, damit wir uns eine kleine Kiste erschaffen können. So, er schafft da unten, sieht man mit der Leiste, wie er arbeitet. Und packen hier die Kohle rein. So, er arbeitet jetzt vor sich gemütlich ganz hin und ich schmeiße schon mal weiter die Kohle rein. In der gleichen Zeit werde ich gucken, dass wir ein
Ein Arm bauen. Den haben wir. Okay. Dann werden wir. So, das ist unser Schmelzofen. Da können wir von jeder Seite den befüllen, alles rausnehmen. Wir haben jetzt den einfachen befeuerten Greifarm. Mit er könnt ihr die ganze Sache drehen. Also ich werde das so ein bisschen als Tutorial machen, denn man findet auf Deutsch sehr, sehr wenig die Tutorials zu dem Ganzen. So, jetzt holen wir nochmal ein bisschen Kohle raus, damit er ein bisschen weiterarbeiten kann. So, das heißt, ihr nehmt euch den Greifarm unten raus aus der Leiste. Das könnt ihr auch mit Q nimmt ihr zum Beispiel die Sachen weg und mit 1, 2, 3, 4, 5 bis 10 und die wiederholten Leisten werdet ihr später sehen. Kann man das weiter, wie gesagt, mit Q macht das weg und mit 1 oder mit Klick auf den Item holt ihr das. Mit R könnt ihr das drehen. So, ich möchte jetzt aus der Kiste das in den Ofen schieben. Das heißt, der rechte Strich, der Balken, ist das die Position, wo wir es rausnehmen und der Pfeil zeigt dahin, wo wir es hin fördern möchten. So, wir fördern das von da nach da. Er befüllt sich natürlich in dem gleichen Moment selber, was sehr, sehr klug ist. So, hier befüllt er die Kohle rein und er hat ja noch Kohle hier drin. So, er befüllt jetzt bis 5 Stück auf, das ist das Maximum bei jedem, weil die Roboter sehr clever damit arbeiten. Und wir werden jetzt uns ein bisschen Eisen holen. Dass wir ein bisschen Eisen schmelzen können, damit wir die ersten kleinen Mechanismen und die kleinen Förderstrecken bauen können. Ich hole mir noch ein bisschen Holz, damit wir ein paar Kisten bauen können. Für den Anfang. Aber für den Anfang ist ein bisschen Holz wichtig. Später brauche ich eher weniger Holz. Ab und zu brauche ich noch so kleine Kisten, um Material auf die Schienen wieder zu packen, was ich so ab und zu mal durchs Abreißen. Wie gesagt, man reißt sehr viel ab, um neue Strecken aufzubauen. Das werdet ihr später sehen. Ich reiße viel ab, reiße viel Neues auf, um die Strecken zu optimieren, um die Produktionsstrecken zu optimieren. Also es gibt sehr viele Vereinfachungen. Es gibt auch schon wieder englische und teilweise auch deutschsprachige Tutorial, wie man so Produktionsstrecken erschaffen kann. Nur ich möchte euch das so zeigen, wie ich das gerne spiele und wie ich es auch gerne handhabe, um es ein bisschen zu vereinfachen. So, jetzt haben wir ein bisschen Eisen. Wie viel haben wir denn? 14 Stück, wir holen uns ein bisschen was. So, jetzt schauen wir mal. Ah, 15. Vielleicht 15 Stück. Ja, machen wir 15 Platten. Ich glaube, da sollten wir mit auskommen, damit wir einen Greifarm noch arbeiten können und ein paar Fließbänder. Wir brauchen noch zwei Greifarme. Und, weil ich gerne hier das noch das befüllen möchte, damit er automatisiert auch befüllt hier die Kohle. Und damit wir ein bisschen was rausholen können. Und dann da oben. Hier ist die Kupfermine, da oben, wo der Eisenvorrat ist hier. Uns ein bisschen Eisen abzapfen können. Hier haben wir Wasser. Das werden wir auf jeden Fall später benötigen. Hier mit den Rohren und den Dampfkessel. Dafür brauchen wir, wie gesagt, Eisen, Eisen, Eisen in Massen. Wie gesagt, der erste Schritt ist ein bisschen langwierig um die ganze Sache herum. Aber das kriegt man auch schnell hin, wenn man so die ersten Produktionsstrecken hat. So, wir brauchen jetzt ein, zwei Arme noch und ein paar Fließbänder. Und man sieht, wie gesagt, unten immer, wie man das baut. Mit Linksklick macht ihr ein Item, mit Rechtsklick macht ihr fünf Items von dem gleichen Produktion und mit Shift-Linksklick macht ihr komplett die Anzahl gezeigter Menge. Und dann wird letztendlich nur das haben. Kommt das andere noch? So. Wir werden so. Nehmen wir uns jetzt das hier und packen uns das so rein. Jetzt wird er, wie ihr seht, die Kohle so im Kreis auf jeden Fall packen, damit die immer unten, damit die durchgehend arbeiten. So, in der gleichen Zeit können wir jetzt ein bisschen Eisen schöffeln oder könnten jetzt warten, bis wir. Wir müssen ja Eisen uns holen und ein bisschen Stein. Schauen, wo ich ein bisschen Stein finde. Wo haben wir denn Stein? Ich glaube, da ist, glaube ich, Stein oder da. Das Steinfelder weiß ich nicht auswendig, weil ich nicht weiß, wie man diese Steinfelsen kaputt macht. Das weiß ich noch nicht. Da ist ein bisschen Stein verkommen, weil wir einen Schmelzofen brauchen, weil ich noch eine gleiche Produktionsstrecke bei Eisen hinmachen möchte. Wo wir uns die Kohle wegholen und das dann hinfördern. So, schon mal so die ersten Grundsteine mit der Produktion anfangen. So, 10 Steine, das heißt, wir können einen Ofen bauen.
Damit wir einen Schmelzofen und Eisenplatten brauchen wir. Ich hole mal noch ein bisschen was. Dafür glaube ich einen Heizkessel. Da brauchen wir auch einen Ofen für. Ah, ich hole noch was. Muss ich den bauen? Ich baue noch einen. Das heißt, wir brauchen noch drei Stück. Eins. Zwei. Aber man sieht auch immer, dass die Anzahl hinter den Klammern ist das, was man im Inventar auch noch dazu zusätzlich hat. So, hier werden wir jetzt ein bisschen mehr holen. Was brauchen wir? Wir brauchen drei Eisenplatten plus drei Zahnräder. Und die drei Zahnräder sind zwei Eisenplatten. Das heißt, wir brauchen allein schon sechs dafür. Plus die drei sind neune. Plus ein paar Fließbänder. Also können auf jeden Fall ein bisschen was holen. Also wir brauchen so. Mal erstmal die Spitzhacke kaputt auf jeden Fall. Wenn die weg ist. So, Spitzhacke kaputt. Das heißt, wir müssen uns keine neue machen, auf jeden Fall. Und die erste Produktion wieder da drüben. Schau mal. Er produziert und so. Jetzt sieht man auch, der ist voll. Man könnte jetzt noch eine Schleife legen, dass er die zweite Bahn auch füllt. Ist bei so einer Produktionsstrecke total nutzlos. Denn sie ist so klein gehalten, dass man ein bisschen was machen kann. Werden wir 50 Kohle mal rausschnappen. Der arbeitet ja, wie gesagt, Maximalmenge ist hier 5. Jetzt packt er einen nach. Da packt er einen nach, damit der Kreislauf halt gefüllt ist. Später werdet ihr sehen, dass man, dass ich viele Bahnen doppelt belege, auch teilweise zwei Bahnen mit dem gleichen Item vollpacke, um die Produktionsstrecke so schnell anzutreiben, damit sie sozusagen als Funktionsschleife, das heißt, ich mache zwei Öfen, sagt den okay, mach voll. So, wenn er das nicht schafft, soll er das weiterpacken auf die nächste Ebene und soll die nächsten zwei Öfen befeuern. Das heißt, wenn die zwei Öfen das nicht schaffen oder beziehungsweise das Item nicht verbrauchen kann, sollen die nächsten zwei Öfen dazukommen. Und das ist immer sehr, 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 sehr spannend. So, jetzt werden wir mal gucken. Dass wir das ein bisschen dahin bekommen. Jetzt haben wir Eisenplatten, 10 Stück. Können wir uns denn ein Ding bauen? Wir können uns einen Arm bauen. Okay, das reicht, glaube ich. Erstmal, das reicht, wenn wir das bauen können. Wir haben das, wir haben das, wir haben dit. Was können wir uns noch bauen? Oder wie. Es fehlt noch Eisen ein bisschen. Egal. Kriegen wir hin. Was wir brauchen, ist noch eine Kiste. Eisenmine, da ist sie. So. Wir packen es mal hier unten hin. Packen die mit Kohle voll. Und setzen die Kiste. Wo ist der Ding nochmal? Oben ist der Ding. An dem Pfeiler kennt man immer, wo es rauskommt und wo es reinkommt. An der jeweiligen Stelle. Jetzt warten wir mal ab, bis es da ist. Produzieren. Eisen. So, was haben wir denn? Was haben wir denn unten? Da unten ist ein Ölfeld. Das ist gut. Kupfer ist gut. Da oben ist eine super Stelle. Da haben wir beides gleichzeitig. Hier hätte man auch anfangen können. Wenn ich ein bisschen was produziert habe, werde ich, glaube ich, ein bisschen da oben hingehen. Beziehungsweise Wasser haben wir in der Nähe. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall eine Wasserquelle und Stromquellen. Jetzt werden wir erstmal hier. Upp. Schauen, dass wir hier was hinbekommen. Zu den Folgenlängen und beziehungsweise wann kommen die Folgen denn raus? Also ich sag euch mal jetzt gerade, dass ich das am 19. April aufnehme, am Dienstag. Und ich würde sagen, für diejenigen, die es auf jeden Fall gucken möchten und dabei sind, haue ich die Folgen ab dem 25. raus. Das heißt, wenn ihr jetzt seht, ist heute der 25. die erste Folge und habt es halt am 19. aufgenommen, damit ich halt ein bisschen kleinen Puffer habe. Und werde sie dreimal in der Woche rausbringen. Wann ich sie rausbringe, weiß ich nicht. Das variiert immer. Also Montag kommt auf jeden Fall die erste Folge und Samstag werde ich eine machen. Und dazwischen gucke ich mal, so Mittwoch, ich tippe mal auf Montag, Mittwoch, Samstag, damit ich halt immer so einen Puffer habe und ein bisschen vorarbeiten kann. Das heißt, es wird nicht als Let's Play sozusagen aufgezeichnet, sondern als. Ja,
Also wie viel, was schaffe ich halt in diesen gewissen Zeiten? Also ich werde jetzt immer eine drei Folgen machen, die ich hintereinander aufnehme, um ein bisschen was euch zu zeigen. Und werde danach immer in den Zwischenzeiten Produktionsstätten aufbauen, was vorbereiten, paar Dinge aufbauen, euch Sachen dazu erklären. Wenn was Neues kommt, werde ich auf jeden Fall eine neue Folge machen. Das werdet ihr auf jeden Fall sehen. Also ich werde sehr versuchen, immer sehr mich dran zu halten, wenn was Neues ist, euch das zu zeigen. So, jetzt werden wir mal uns mal daran schaffen, dass wir hier ein bisschen mehr Eisen bekommen. Zack, Eisen. Mach mal. Mach mal das Eisen. So, ihr könnt auch mit Shift-Links könnt ihr den Stack rausholen. Mit STG, also mit Steuerung, könnt ihr den kompletten Stack rausnehmen. Und dann gibt es noch andere Funktionen. Also wie gesagt, das könnt ihr bei den Steuerungen könnt ihr euch das ein bisschen einstellen, wie ihr es gerne haben möchtet. Ich mache das auch standardmäßig derzeit. Ich habe die Tipps ausgeschaltet, weil ich sie kenne. Also ich sag mal so, ich kenne sie jetzt mittlerweile und weiß, wie sie funktionieren. Hier könnt ihr sehr gut sehen, wie viel erwartete Ressourcen sind noch vorhanden. Sie geben das immer eine Stelle nach dem 1000 an. Das heißt, 2000 Kohle ist auf jeden Fall in diesem 2x2 Gebiet, sorry, in dem 2x2 Radius vorhanden. Die späteren Bohrer sind natürlich größer, die das abbauen. Die fördern auch schon natürlich mehr. Die brauchen aber natürlich auch Strom und statt Kohle. Also unsere Hauptproduktion wird die Dampfmaschine sein, später Solar, dass ich halt nicht so die große Umweltverschmutzung hier habe. Was haben wir denn hier? Das war, glaube ich, mal Holz. So, meine Produktion liegt jetzt darin, zu sagen, okay, wir vereinfachen das hier und kombinieren das hier oben. Dazu werde ich gleich da oben auf die Karte gehen. Schauen wir mal hier oben hin und werde diese beiden Dinger verknüpfen. Das heißt, wir brauchen nochmal 12 Öfen. Und zwei. Wie viele brauchen wir? Brauchen 1, 2, wir brauchen 3 Arme immer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich hoffe, das reicht. So, dann brauchen wir 2 Kisten und Förderbänder. Einen Ofen brauchen wir noch. 2 Öfen haben wir dann natürlich schon. Zack. Ich hoffe, da kommen wir mit den Fließbändern auf. Die Flammen wir ja 1, 2, 3, 4. 4 Stück. Flammen wir 12. Damit kommen wir aus. Ich will ein bisschen Kohle mit hier. Was ich jetzt noch brauche, sind zwei davon. Zwei Maschinen. Zwei Maschinen fehlen auf jeden Fall noch ein paar Eisenplatten. Damit ich da oben eine grundlegende Produktion machen kann für Kohle. Damit ich die nächsten Schritte wagen kann ans Eisen. Beziehungsweise ans Kupfer. Ja, mit 47 Stück, das ist auf jeden Fall okay. Da kommen wir auf jeden Fall schnell mit aus. Also der Anfang ist immer so ein bisschen sehr, sehr nervig, sage ich euch gleich. Man muss sehr viel rumlaufen, um die Ressourcen zu bekommen. Später hat man sehr viel automatisch und muss erstmal durchblicken noch dieses Ganze. Man kann mit Alt, könnt ihr sehen, was für Items sind eigentlich da vorhanden. In der Kiste ist derzeit die Kohle drinne. Und hier brennt er sozusagen die Eisenplatten. Er sagt nicht, hier ist Eisen drin, sondern er sagt, okay, ich brenne hier Eisenplatten. Bei den Bohrern sagt das nicht, weil man halt das Feld sieht. Jetzt müssen wir mal gucken. Ein Bohrer habe ich auf jeden Fall. Brauche noch aber einen. Brauche jetzt nur 6. Okay, und dann brauche ich noch 3 Eisenplatten. Die sind da. Ziehe noch die dritte Eisenplatte kommt. Das heißt, ich habe gleich alles zusammen, um mir da oben die erste kleine Produktionsstätte zu bauen, damit die Eisenplatten automatisch laufen. So, danach kümmere ich mich zum Beispiel um das Kupfer. Dann werde ich diese drei Punkte benutzen. Einmal den hier, einmal den und einmal den und werde hier eine Produktionsstätte aufbauen, wo man halt viel was machen kann. So, ich habe hier gesehen, hier ist eine Ölquelle. Da. Nur die beiden Punkte? Jo. Aber die sahen sehr groß aus, die Punkte. Ich dachte, die wären größer gewesen. Da sind auch nochmal welche. 152 Ertrag und 92. Okay, da wissen wir auf jeden Fall, dass wir Ölvorkommnisse hier in der Nähe haben.
Was ich jetzt schaue ist, wie machen wir es am schlausten? Ich würde sagen hier und da. Zwei Kisten. Wir können es auch ohne machen, aber dann würde ich halt keinen Vorrat aufbauen. Das heißt, ich brauche Kohle einmal da rein, einmal da rein, und einmal da rein. So, 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 so. Dann kommen die beiden Greifer dran. Dann machen wir das so und so. Ach shit, jetzt fehlt mir ein Ofen. Wo kriege ich den Stein her? Da sind schon die ersten Feinde, Jonen. Die roten Punkte zeigen die Feinde an. Das heißt, sie können auf jeden Fall hierhin kommen, müssen sie aber nicht. Wie gesagt, ich habe sie jetzt ausgestellt. Das heißt, ich muss zuerst angreifen. Also würde ich jetzt ausschalten, würde die Möglichkeit bestehen, dass sie von da hinten hier rüberkommen und mich sozusagen angreifen und meine Produktionsstätten zerstören müssten. Ich habe natürlich jetzt keine Spitzhacke mehr. Kann ich mir denn eine bauen? Nee, kann ich mir auch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt langwierig mal eben 5 Steine uns besorgen. Was ein bisschen nervig ist, aber ist ja nicht das Problem. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Ich möchte auch daraus hinaus sorgen, dass manche Erzvorkommnisse bzw. manche Abbauminen nicht genutzt werden. Man überbaut die teilweise auch, damit man halt viel Platz hat und den Platz sparen kann, um diese Produktionsstätten. Ich werde es aber so ausnutzen, dass ich erst alles drumherum baue und später, wenn die Minen bzw. die Vorkommnisse komplett weg sind, diesen Platz nutzen werde. Hier geht es, wir haben sehr viel, viel Platz um die einzelnen Terrarien und können da schnell was mitbauen. So. Jetzt werde ich mir einen Ofen holen. Ich werde da die erste Produktionsstätte bauen. Was ich noch machte, ist, dass ich das eigentlich aus dem Ding dann auch noch rausholen könnte. So, der zeigt da rein, der zeigt da rein. Was ihr auf jeden Fall wissen müsst, dass man hier zwischen den Greifern herlaufen kann, zwischen den Bauobjekten nicht, und man kann mit den Fließbändern fahren. Man kann sozusagen einen Weg damit sich bauen. Ich muss ihn antreiben. So, und der Rest macht sich gleich komplett von selber. Beziehungsweise ich kann einfach so sagen, okay, nimm und füll alles andere. Das heißt, er wird jetzt gucken, dass er unten ist. Er versucht jetzt halt hier als S zu greifen. Aber das Fließband fährt halt weiter, stoppt nicht an dieser Stelle. Ich könnte jetzt sagen, okay, halt da an und dann nimm dir was von unten und pack das da rein. Funktioniert nicht. So, jetzt ist gleich der Produktion gekommen. Er hat hier was. Das heißt, er wird gleich hier versuchen zu greifen. Obwohl, er kommt nicht dran, ne? Das ist ein bisschen blöd. So, was ihr jetzt gleich seht, wenn ihr es abbaut, bekommt ihr auch die Kohle direkt von dem Item. Da kommt er jetzt dran. Ja. So, was wir machen können, ist so eine Strecke. Das heißt, er hat Vorrang und wenn er nicht mehr braucht, bekommt er. Ja, wir sehen es ja auch. Was er nicht braucht, bekommt er. Und warum ich immer Kisten dazwischen mache, ist eigentlich relativ simpel, weil sie holen eigentlich relativ schnell die Items raus. Außer, wie gesagt, die Kohle staut sich an und füllt sich jetzt. Und ich könnte dann sagen, okay, ich habe jetzt so ein Fließband abgebaut. Achso, er bekommt nichts, ne? Das ist natürlich ein bisschen blöd. Wie bekommt er denn jetzt am besten was? Wie bekommt er was am besten? Eins, zwei. Mit Q baut ihr das Item ab, wenn ihr drauf haltet. So, was wir jetzt machen ist, gucken, dass wir vielleicht so. Wie gesagt, mit R könnt ihr das Item drehen. Ah, wir haben wieder ein paar Eisenplatten. Das heißt, wir können vielleicht noch, ja, wir können noch eine Strecke bauen. Nimm dit raus. Und können da oben was bauen.
Okay, hier nimm. Nimm und arbeite. Weil ich bräuchte noch einen Greifarm. Brauchen wir noch ein paar Eisenplatten. Ein Zahnrad, das heißt zwei Stück noch. Ne, wir können schon bauen. Okay, passt. Haben wir. So, mit dem Greifarm können wir jetzt auch noch sagen, okay, holen wir das aus der Kiste raus. Warum macht der jetzt gerade nichts? Ist ein bisschen blöd. Ach so, er kann halt. Ich habe es unten auf X geklickt. Da begrenzt den Platz, der automatisch befüllt werden soll. So soll er ja nicht. Er soll ja arbeiten. So, jetzt haben wir eine kleine Produktionsstätte ums Eisen rum. Jetzt fragt man natürlich, wie bekomme ich die Eisenplatten hier weg? Weil ich habe ja hier oben geblockt. Ich kann auch nicht. Ich könnte mit einem anderen Greifarm, der irgendwann später kommt, hier drüber greifen und mir das Item holen. Problem ist aber, jetzt kann ich es derzeit nicht rausholen, weil ich halt diesen Weg hier blockiert. Jetzt müsste ich eigentlich eine riesen Schleife bauen, damit ich halt es zumindest rausholen kann. Ich werde es aber so machen, dass ich jetzt abwarte, bis er ein bisschen was produziert hat. Und werde dann unten anfangen, die erste Produktionscheck zu bauen, weil der maximale Stack ist hier 100. Bei manchen Items ist es weniger, so 15 oder 5. Das liegt ja immer daran, welches Item es ist. Wird dann jetzt hier schauen, dass ich was rankomme. Ah, ein bisschen Eisen haben wir. Also erst, wir könnten wieder jetzt ein paar Bahnen bauen und könnten unsere untere Funktion auch weiterbauen. Würde aber eher anfangen, dass wir sagen, okay, wir bauen uns einen Dampfkessel, einen Schmelzofen und noch andere Dinge. Was ich erstmal brauche, ist eine Spitzhacke. Und Kupfer. Das heißt, wir werden jetzt erstmal hier was produzieren. Und das heißt für euch, ich werde hier den ersten Cut machen. Das heißt, eine gute halbe Stunde haben wir dann für die Folge fast schon um. Werde jetzt ein bisschen was vorproduzieren, ein bisschen was vorquäffen und sehen uns direkt gleich in der nächsten Folge, wenn das soweit fertig ist. Bis gleich, Leute.